Heute stellen wir euch den Tagesrucksack GoGo von Deuter vor. Der deutsche Hersteller von Autobekleidung und Rucksäcken hat dem altbewährten Tagesrucksack GoGo einen neuen Look verpasst. Der GoGo misst 46 x 30 x 21 cm bei einem Stauvolumen von satten 25 Litern und einem Gewicht von 590 Gramm. Der Rucksack besitzt ein großes Hauptfach. In ihm befindet sich ein Extrafach, in dem dein 13 Zoll Laptop geschützt verstaut werden kann. Das geräumige Hauptfach bietet Platz für einen großen Ringbuchordner, Bücher und weitere Dinge für Schule, Uni oder Arbeit. Im Kopfteil des Rucksacks befindet sich ein Dokumenten- oder Brillenfach. Hier können beispielsweise Reisedokumente oder die Sonnenbrille griffbereit hinterlegt werden. Der GoGo besitzt eine kleine Vortasche, in dem zum Beispiel Wertgegenstände verstaut oder aber auch der eigene Schlüssel an dem Schlüsselhalter angebracht werden kann. Problemlos nimmt der Tagesrucksack große Trinkflaschen oder einen Regenschirm in den elastischen Seitentaschen auf. Für den hohen Tragekomfort sorgt das Deuter Airstripe-System. Charakteristisch sind dabei die zwei mit Belüftungskanälen durchzogene Airstripe-Polster und der Airmesh-Bezug. Diese sorgen für eine maximale Luftdurchfuhr durch die geringe Rückenauflage des Rucksacks. In Kombination mit den dicken Schultergurten wird auch das Gewicht eines vollbeladenen Rucksacks gleichmäßig auf den Rücken und auf die Schulter verteilt. Der verstellbare Brustgurt sorgt dafür, dass die Schultergurte nicht ihre Position verlieren. Der Deuter GoGo konnte mit vielen positiven Eigenschaften punkten. Das hochwertige Material, die sehr gute Verarbeitung, der hohe Tragekomfort und die vielen Verstaumöglichkeiten lassen ihn als den perfekten Tagesrucksack für Schule, Uni oder Arbeit erscheinen. Für mehr Informationen klicke auf den Link unterhalb des Videos. Falls dir das Video gefallen hat, gib diesem Video doch einen Daumen hoch und besuche uns auf rucksack-test24.com.